Hallo und willkommen zu einer kleinen Infofolge oder eher gesagt mal zu einer Vorstellung, und zwar in Transportfieber habe ich mal, also falls irgendwas wir nicht, ich habe mal ein paar Einstellungen zurückgesetzt, falls irgendwas jetzt hier ruckelt oder so, sagt es mir einfach, schreibt es mir in den Kommentar und so. Auf jeden Fall, hier habe ich USOW oder USOE habe ich hier installiert. Viele fragen sich jetzt, was ist das in Transportfieber? Ja, also in der Realität ist das so, dass ein Signal vor dem Kontakt zum Einschalten von dem Bahnübergang hinten steht und anzeigt, ob der Bahnübergang funktioniert. Bei USOE, also Überwachungssignal mit optimierter Einschaltung, heißt das sozusagen, dass das Überwachungssignal vor dem Einschaltkontakt, also ungefähr hier ist der Einschaltkontakt, ungefähr hier, vom Spiel her gesehen, sieht man leider nicht, vor dem Einschaltkontakt ist und nur zeigt, ob der Bahnübergang funktioniert, nicht ob er einschaltet. Und das habe ich dann sozusagen gemacht für die Züge und so, verwirklicht und so, auf beiden Seiten, und hier nochmal einen Wiederholer für langsamere Züge und so, überall installiert. Also man sieht hier auch, hier nochmal USOE habe ich hier installiert, und naja, es ist schon nice, muss ich sagen. Also, ich werde es mal in Aktion bald mal aufnehmen. Ich wollte es nochmal sagen und sage jetzt ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Kleiner Hinweis, nächste Woche werden keine Videos kommen, da bin ich im Urlaub. Ich werde noch ein Video dazu machen, aber nur damit ein paar schon Bescheid werden. Das richtige Bescheid, bis das Video kommt, später. Ich sage jetzt ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.